Meine Damen und Herren, Putins Überfall vom 24. Februar auf die Ukraine hat furchtbare Folgen für die Menschen in der Ukraine, ein furchtbarer Krieg. Aber dieser Krieg hat auch für uns in Europa und in Deutschland massive Folgen. Wirtschaftliche Folgen, die wir schon jetzt spüren, wir versuchen den Arbeitsmarkt auch mit Kurzarbeit abzuschirmen. Soziale Folgen, Stichwort Preissteigerungen, die wir versuchen mit Entlastungspaketen als Bundesregierung abzufedern. Aber vor allen Dingen stehen wir vor der großen humanitären Aufgabe, viele Geflüchtete in Europa und in Deutschland jetzt gut aufzunehmen, ihnen Schutz zu geben, sie zu versorgen. Wir haben wahrscheinlich mit der größten Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Und es kommen sehr, sehr viele Menschen, vor allen Dingen Frauen und Kinder, zu uns. Aber auch viele ältere Menschen, kranke Menschen, Menschen mit Behinderung und auch unbegleitete Kinder und Jugendliche. Es ist deshalb erst einmal in der jetzigen Phase notwendig, dass wir in Bund, Ländern und Kommunen, dass wir als Gesellschaft unseren Beitrag dafür leisten, dass mit diesen schutzbedürftigen Menschen anständig umgegangen wird. Und ich möchte mich noch einmal bedanken bei den vielen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, die sich dieser großen Aufgabe jetzt zuwenden. Wir haben rechtlich dafür gesorgt, und das ist das Verdienst der europäischen Innenministerinnen und Innenministern und in Deutschland von Nancy Faeser, dass die rechtlichen Grundlagen für den Schutz dieser Menschen in Europa geschaffen wurden, mit einer Richtlinie, die für solche Fälle jetzt in Kraft gesetzt wurde. Das Ganze hat zur Folge, dass die Menschen in Deutschland einen Aufenthaltstitel bekommen und damit übrigens auch, und dafür haben wir gesorgt, einen rechtlichen, sofortigen Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt. Um es klar und deutlich zu sagen, wir sehen die Menschen, die zu uns kommen, nicht in erster Linie als Arbeitskräfte, sondern als schutzbedürftige Menschen. Und es ist eine Frage der Humanität, dass wir mit ihnen fair und anständig umgehen, nach all dem Leid und den Traumata, die viele Menschen schon erlebt haben. Aber es ist auch eine Frage der Vernunft, dass wir einen sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt rechtlich ermöglicht haben. Aber meine Damen und Herren, der rechtliche Zugang zum Arbeitsmarkt ist das eine. Lebenspraktisch stellen sich eine Fülle von Fragen. Und deshalb habe ich heute mit Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft, mit den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft, mit den Gewerkschaften und Sozialpartnern, mit den Wohlfahrtsverbänden, der Bundesagentur für Arbeit und den Ländern sowie weiteren Bundesministerien zum Thema Arbeitsmarktintegration zu einem Spitzentreffen eingeladen. Wir haben gemeinsam darüber gesprochen, wie Geflüchtete ganz praktisch aus der Ukraine, wo es möglich ist, eine Perspektive auf dem deutschen Arbeitsmarkt erhalten können. Menschen haben, wie gesagt, rechtlich schon heute die Chance, wenn sie wollen, zu arbeiten. Für viele ist das übrigens ganz, ganz wichtig, gerade nach dem, was sie erlebt haben, um einen geordneten Ablauf auch zu bekommen. Als Arbeits- und Sozialminister ist mir dabei dreierlei sehr, sehr wichtig. Erstens, die Menschen aus der Ukraine brauchen nicht nur rechtlich, sondern echte Perspektiven am Arbeitsmarkt. Wie gesagt, rechtlich steht ihnen die Tür zum Arbeitsmarkt offen, aber jetzt geht es darum, auch über die Schwelle zu helfen. Deshalb haben wir konkret heute gesprochen über den Zugang zu Sprach- und Integrationskursen. Der Zugang ist geöffnet durch die Sprachkurse des Bundesinnenministeriums und auch die arbeitsmarktbezogenen Sprachkurse in meinem Verantwortungsbereich bei der Bundesagentur für Arbeit. Aber wir müssen Sprachkurse auch ausrollen und ausweiten. Zweitens, wir müssen dafür sorgen, dass es ein ausreichendes Angebot an Kinderbetreuung gibt. Es ist tatsächlich ja so, dass in großer Zahl Frauen mit kleinen Kindern kommen. Das betrifft die Kitas und die Schulen. Das betrifft übrigens auch die Notwendigkeit, dafür zu sorgen, dass man recht früh identifiziert, wer aus dem Kreis der Geflüchteten selbst zur Unterstützung von Kinderbetreuung an Kitas und Schulen eingesetzt werden kann. Drittens, wir müssen auch Qualifizierung und Weiterbildung ermöglichen. Aber wir müssen auch feststellen, dass viele Menschen mit Qualifikation jetzt zu uns kommen. Die Ukraine hat im Schnitt ein sehr hohes Qualifikationsniveau. Gleichwohl sind die Ausbildungssysteme unterschiedlicher Art nicht eins zu eins mit Deutschland zu vergleichen. Deshalb haben wir mit dem DHK und vor allen Dingen auch mit dem Handwerk besprochen, dass es jetzt gemeinsam mit der BA erstmal auch gelingen muss, zu erfassen, welche Qualifikationen zu uns kommen, damit Menschen mit einer ordentlichen Ausbildung nicht automatisch nur in Hilfstätigkeiten eingesetzt werden. Da, wo das sinnvoll ist und ein erster Schritt ist, spricht nichts dagegen. Aber es würde den Menschen nicht gerecht, die was können,
wenn man sie sozusagen in prekärer Arbeit oder am Rande einsetzen würde. Deshalb ist das eine zentrale Frage zu validieren, welche Qualifikationen mitkommen und schneller zu werden, was auch die Anerkennung von Qualifikationen betrifft. Das ist ein komplexer Prozess, weil sehr, sehr viele daran beteiligt sind. Wir haben geschützte Berufe in Deutschland, zum Beispiel bei Ärzten und Lehrerinnen und Lehrern. Wir haben welche, die frei sind und der rechtliche Zugang ist da. Wir haben viele Berufe, die in Länderkompetenz sind, im sozialen Bereich. Wir haben die duale Ordnung im Berufsbildungsgesetz und wir haben akademische Bildung. Ich habe mit der Bundesbildungsministerin besprochen, dass wir uns dazu gemeinsam mit Vertretern der Kultusministerkonferenz und der Arbeits- und Sozialministerkonferenz der Länder zusammenschalten werden, um die Frage der Beschleunigung auch von Qualifikationsanerkennung in Deutschland voranzubringen. Wir wissen beispielsweise, dass die Hälfte der Ukrainerinnen, die zu uns kommen, sogar eine akademische Ausbildung haben. Wie gesagt, die Systeme sind nicht eins zu eins vergleichbar, aber das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Wir haben also darüber gesprochen, was wir ganz praktisch tun können, um Menschen eine Chance, wo es geht, im Arbeitsmarkt zu eröffnen, weil wir davon ausgehen, dass leider Gottes viele auch länger bei uns bleiben. Die Menschen aus der Ukraine haben natürlich die Hoffnung, dass der Krieg schnell beendet ist. Und die Menschen haben ja ihre Heimat nicht freiwillig verlassen. Aber wir müssen davon ausgehen, angesichts der furchtbaren Zerstörung und der Tatsache, dass wir nicht wissen, wie lange dieser Krieg dauert und wie die politischen Verhältnisse sind, dass uns diese Aufgabe länger beschäftigen wird. Deshalb nochmal, jetzt geht es erst einmal in einer akuten Phase um die Versorgung von Menschen. Es geht aber darum, dass wir jetzt schon vorbereiten, auch Arbeitsmarktperspektiven, für die wir sorgen müssen. Deshalb ist mir auch ein dritter Punkt ganz wichtig, meine Damen und Herren. Wir müssen verhindern, dass geflüchtete Menschen in diesem Land erneut Opfer werden. Nachdem sie Opfer von Vertreibung und Flucht durch einen Krieg geworden sind, dürfen sie hier nicht in Deutschland Opfer von schwarzen Schafen werden, die am Arbeitsmarkt versuchen, das Leid der Menschen durch Lohn- und Sozialdumping oder das Vorenthalten von Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerrechten zu verüben. Da sind sich die Sozialpartner, Arbeitgeber und Gewerkschaften sehr, sehr einig, auch mit mir, dass wir was dafür tun müssen, dass beispielsweise die Menschen, die zu uns kommen, auch über ihre Rechte informiert werden. Mit dem Projekt Faire Integration haben wir da gute Beratungsstrukturen, auch in Landessprache, die wir einsetzen werden, auch digital, um ein dichtes Netz von Beratungsangeboten zu schaffen. Meine Damen und Herren, die Arbeitsmarktintegration ist eine große gemeinschaftliche Kraftanstrengung. Es ist, wie gesagt, eine Frage der Humanität, die Menschen gut zu versorgen. Es ist aber auch eine Frage der Vernunft, ihnen eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt zu verschaffen. Ich bin den Partnern, die heute zusammengekommen sind, sehr, sehr dankbar. Wir haben vereinbart, dass wir die Themen jetzt auf einer Arbeitsebene praktisch miteinander bearbeiten werden. Wir werden jetzt nicht jede Woche einen Gipfel veranstalten, sozusagen fürs Schaufenster, sondern wir haben sehr praktische Arbeitsprozesse zu den Handlungsfeldern besprochen, die ich eben genannt habe. Wir haben uns vereinbart, dass wir uns zwischen Ostern und dem Sommer auf der Ebene nochmal treffen werden, um zu gucken, dass wir die Probleme bis dahin gelöst haben und neue Hürden dann auch nehmen wollen miteinander. Es gibt zudem eine Reihe von anderen Prozessen, die wir politischerseits als Bundesregierung vorhaben. Der Bundeskanzler wird sich mit den kommunalen Spitzenverbänden treffen. Es gibt nächste Woche die Ministerpräsidentenkonferenz. Und es gibt auch ein Treffen des Bundeskanzlers mit den Hilfsorganisationen, die jetzt da sind, damit wir alle unseren Teil tun. Mein Teil ist es, wie gesagt, meinen Beitrag zu leisten zur Arbeitsmarktintegration. Das kann ich auch nicht alleine. Aber dafür hatten wir heute die richtigen Partner am Tisch. Es war ein guter Geist, es war ein pragmatischer Geist. Es gab viel Übereinstimmung. Und wir machen uns jetzt an diese Arbeit.